Auch nach den WM-Rennen gibt es für die zahlreichen Zuschauer im Planeistadion immer wieder Grund, noch ein bisschen länger zu bleiben. Am Sonntag fand sich ein kleines, aber sehr erlesenes Grüppchen an ehemaligen Skigrößen ein, die sich für den guten Zweck in einem kurzen Rennen duellierten. Und wer einmal zu den ganz Großen im Sport gehört hat, der verlernt das Skifahren nicht so schnell. Das Niveau war auf jeden Fall noch sehr ansprechend. Sehr hoch, glaube ich noch. Ich glaube, dass die alten Rennfahrer noch ganz schön trainieren. Ja, wir sind ja schließlich bei einer Weltmeisterschaft da. Also kann die Besetzung auch weltmeisterlich beim Charity Race sein. Ich bin etliche Ex-Rennläufer mit dabei. Ein paar haben wir früher aufgehört, ein paar haben wir erst letztes Jahr aufgehört. Also da ist ja ein Unterschied mehr da. Also ich habe gegen Küsch verloren, knapp. Er war hart heute, er war sehr hart. Er hat letztes Jahr aufgehört, er hat nie stoppt den Nieren, glaube ich. Ich glaube, er macht ein Comeback nächstes Jahr. Es war eine knappe Geschichte, aber das hat Spaß gemacht. Und vor allem für so ein tolles Publikum mitzumachen bei einer guten Zweckaktion ist wirklich toll. Und wenn man sich wie früher auf der Piste duelliert, vermisst man da nicht den Wettkampf im Skizirkus? Es hat gejuckt beim Wengen und Kitzbühel zuschauen. Muss ich ehrlich sagen, mit super Wetter, super Schneeverhältnis, tolle Show, hat's gejuckt. Aber jetzt bin ich da mit Eurosport am Kommentieren oder am Show analysieren. Und jetzt bin ich so tief in dem, dass ich eigentlich gar nicht mehr mit dem Kopf überlege, wäre das noch was, könnte ich das noch? No, I don't miss the racing. It's a lot of things to do to just, you know, come for the race. There is lots of work and it's hard work. Ich bin froh, dass ich nicht mehr fahren muss, ganz ehrlich. Also ich würde mich nicht mehr in der Lage fühlen, da um eine WM-Medaille mitzufahren, weil es irrsinnig schwer ist. Es ist natürlich schon so, runterzufahren, das wird mir noch riesen Spaß machen. Aber nicht mehr der Druck, gewinnen zu müssen. Zuschauen juckt, ja, aber runterfahren nicht mehr. Nein, es ist auch viel zu lange her, wir sind auch nicht mehr in dieser körperlichen Verfassung. Look my legs. They are too small. Very small and it's impossible, but that's... So you'd rather do the Dakar again? Than... Oh yeah, it's warm and it's cool.